Ja, den ganzen Gesundheitsskandal gibt es ja nur wegen, auch wegen der Schwächen des Grundgesetzes. Ja, wir haben ja im Prinzip zwei Volksentscheide vorbereitet. Das Denken auch in Volksentscheid-Wahlprogrammen. Man kann eine Wiederholung solcher Gesundheitsskandale, wie zum Beispiel Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter, die Liste dieser Gesundheitsskandale oder die Reihenfolge dieser oder die Folge dieser Gesundheitsskandale können wir nur unterbrechen und abbrechen, eben entweder durch bestimmte Reformen und oder auch durch die Beseitigung der Schwächen des Grundgesetzes durch eine neue Verfassung. Und deswegen auch würde es jeder Partei gut anstehen, nicht nur Volksentscheid-Wahlprogramme zu schreiben, also an Volksentscheid-Wahlprogrammen zu schreiben, sondern auch am Volksentscheid-Verfassung zu schreiben und Wahlalternativen zu bieten. Und wie sieht das dann aus? Also übrigens der Link dazu hier, den finden Sie direkt hier drunter unter dem Video sofort als ersten Link in der Infobox. Den jetzt also anklicken und dann ausfüllen. Das sieht nämlich dann so aus hier. Dann kommen Sie auf openpetition.de und kommen sofort auf diese Petition hier. Bei Ihnen sieht das alles etwas kleiner aus. Ich habe das alles vergrößert für die Kamera. Diesen Volksentscheid Verfassung möge die Bundesregierung uns zur Entscheidung vorlegen. Geht an den Deutschen Bundestag, an den Petitionsausschuss, wo ja auch unser Professor Wallach letztens schon war und dort gesprochen hat. Und ja, dann hier können Sie Namen einschreiben und so weiter unterschreiben und vor allem den Kommentar machen, nämlich welche mögen Sie davon? Ja? Und zwar, das Grundgesetz hat viele Schwächen, mehrere Bürgerinitiativen arbeiten mit hochmodern ausgerichteten, im besten Sinne sozialdemokratischen, verfassungsgebenden Versammlungen an neuen, besseren Verfassungsentwürfen, die durch Volksentscheide reduziert werden sollen zu der einen neuen Verfassung. Wir haben hier einfach mal einige der vorläufigen Vorentwürfe genommen und für diese erste Petition verwendet. Bitte wählen Sie aus, ob und welche Versionen der Präambel und der ersten Artikel, siehe Begründung, Ihnen besser gefallen als die bisherigen Versionen im Grundgesetz und schreiben Sie diese Zahl plus Buchstaben bitte in Ihren Kommentar. Also das heißt, Sie müssen unbedingt kommentieren, wenn es eine Wirkung haben soll. Und informieren Sie so die Bundesregierung, ob ein solcher Volksentscheid Verfassung wirklich gewünscht ist und welche Nummer und welche Buchstaben Sie bevorzugen gegenüber dem Grundgesetz, zum Beispiel 2CG oder 3BH. Schluckwasser. Und damit Sie sich erstmal vorstellen können, wie das eigentlich optisch gedacht ist, das ging jetzt irgendwie nicht in diesem System. Optisch wäre das so gedacht, stellen Sie sich vor, hier zutreffendes Ankreuzen oder 0 bis 10 Widerstandspunkte im Sinne des Konsensierens eintragen. Zum Beispiel, oder sie eben, wenn man jetzt mal in Kategorie von Ankreuzen nur denkt, ich möchte das bisherige Grundgesetz an diesem Punkt beibehalten, oder dann eben Vorschlag 1, 2, 3, 4. Es gingen jetzt bei Open Petition leider nur 4 Vorschläge ein, eigentlich gibt es 5 Vorschläge, Sie sehen es hier, eigentlich gibt es hier 5 Vorschläge zur Auswahl, ja. Zum Beispiel, das ist hier der Vorschlag der Next Scientists for Future. Und in diesem Sinne, dann haben wir hier Artikel 1, gibt es eigentlich auch 5 Vorschläge, aber da gingen auch nur 4 rein, weil sonst einfach die Buchstabenmenge zu groß war.
Und dann haben wir Artikel 2 auch noch. Und hier ist zum Beispiel der Vorschlag von Next Scientist for Future. Ja, und dann ging es eigentlich noch weiter mit Artikel 3, 4, 5 und so weiter. Ja, das war's. Also das war dann Artikel 5, 4. Und ja, das ist die Situation. So können Sie sich das optisch eigentlich vorstellen. Jetzt ging es bei Open Petition eben nicht so schön optisch, sondern nur so. Und Präambel: Durch diese neue Verfassung wird die Entscheidungshoheit erstmals auf diesem Planeten tatsächlich und faktisch. Ja, also schauen Sie sich das alles bei openpetition.de an. Da können Sie alle Wahlalternativen. Darunter ist halt immer einer von den Next Scientists for Future und da können Sie dann unterschreiben und kommentieren, also so dass Sie dann hier zum Beispiel Sie wählen eine Präambel aus, 1 bis 4 müsste das ja dann bedeuten, Augenblick, Präambel, hier 1 bis 4, dann haben Sie also eine Zahl und dann brauchen Sie noch zwei Buchstaben dazu. Und suchen sich dann, was weiß ich, 2, C und dann geht's hier um Paragraph 2 ist ja irgendwo auch noch. Augenblick, Artikel 1, Artikel 2, hier geht's los mit Artikel 2 und ja, zum Beispiel 2CF oder so, ja, und schreiben Sie das in den Kommentar, weil nur so macht es dann Sinn und sagt ganz klar, für welche der Vorschläge von Präambel, Artikel 1 und Artikel 2 Sie tatsächlich sind. Also, bitte sofort jetzt diesen Link hier und den ersten Link unter dem Video anklicken, direkt rechts neben der Zahl, der Nummer des Videos anklicken und dann sofort unterschreiben und kommentieren, also mindestens Ihre Buchstaben reingeben, was weiß ich, 2CG oder so, irgend sowas eingeben. Ja, tschüssi, bis bald. Und das Ergebnis legen wir natürlich auch der Basis vor, ne?